Mondaktivierung. Ja, heute geht es nochmal speziell um die Mondenergien, denn wir haben ja den ersten Mond des neuen Jahres und der aktiviert sehr viel im Feld und auch in uns selbst. Er bringt sozusagen das Schicksalsrad ins Spiel und es nimmt seinen Lauf. Und wir können uns selber als eine Art Magier erkennen, die das Schicksalsrad mit antreiben können und Einfluss ausüben können, in welche Richtung es sich bewegt. Außerdem strömen sehr viele starke goldene Lichtstrahlen für das goldene Zeitalter ins Feld, die auch in uns selber aktiviert werden. Und wir müssen durch einige Prüfungen dieses Jahr gehen. Insbesondere wird unsere Herzensqualität geprüft. Und das Ziel ist letztendlich, die Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt ist wirklich der Startschuss dafür. Wir hatten quasi noch eine Art Ruhephase in den Rauhnächten und auch noch Anfang des Jahres, aber definitiv heute fällt der Startschuss. Jetzt geht es darum, dass wir aktiv auf dieses Schicksalsrad einwirken. Und das können wir mit unserer Herzensenergie. Es strömen von der Zentralsonne ganz starke goldene Lichtstrahlen ins Feld, die für das goldene Zeitalter unterstützend wirken. Und diese goldenen Lichtstrahlen, die aktivieren jetzt etwas im Feld und sie aktivieren sich auch in uns selbst. Das heißt, wir bekommen immer einen immer besseren Zugang zu unserer Intuition, zu unserer Herzensqualität. Und es geht jetzt darum, dass wir dem auch folgen, kompromisslos. Dass wir erkennen, dass diese Intuition, diese Herzensqualität, die kommt von der höheren wahrhaftigen Führung aus dem göttlichen Reich. Und dem folgen wir und nicht irgendwelchen Stimmen, menschengemachten Stimmen im Äußeren. Die Zeit ist jetzt einfach vorbei. Ja, und da werden eben einige Prüfungen kommen dieses Jahr. Also es wird immer wieder abgeprüft, ob wir wirklich unsere Intuition in uns wahrnehmen können, unsere innere Stimme, und ob wir ihr auch folgen. Gerade das Folgen, das aktive Handeln ist das Entscheidende, denn es reicht nicht nur, die innere Stimme zu hören. Es reicht nicht nur zu wissen, was gut für uns ist. Das Entscheidende ist, es umzusetzen. Und dieses Jahr ist das Jahr der Prüfung. Da wird abgeprüft, ob wir es wirklich umsetzen. Also man kann sich das wirklich vorstellen, dass man in eine Prüfung geht und da musst du einfach jetzt Tacheles reden. Da kannst du nicht mal um den heißen Brei herumreden. Da musst du Farbe bekennen. Da geht es darum, dass du dafür stehst, für dich selber einstehst, für die Wahrhaftigkeit einstehst. Und das wird jetzt dieses Jahr gnadenlos geprüft. Also es wird wirklich fast gnadenlos geprüft. Es geht darum, dass wir zu unserer Herzensqualität stehen, zu dem stehen, was wir wirklich sind. Und wir sind Liebe, wir sind Frieden, wir sind Freiheit, wir sind Weisheit. All die guten Komponenten, all das Licht, das sind wir. Und es geht darum, dass wir jetzt dazu stehen und auch danach handeln und uns nicht von der dunklen Seite verführen lassen oder falsche Kompromisse eingehen aus Angst oder sonst etwas. Das wird jetzt dieses Jahr geprüft. Und das ist auch genau das, was wir wollen. Denn wir wollen ja das Licht, wir wollen ja den Frieden, wir wollen die Weisheit und die Wahrheit in dieser Welt haben. Und darum geht es, dass wir eben dasselbe auch jetzt zum Ausdruck bringen, durch uns. Und aus dem Schatten heraustreten und diese Welt zu einem wirklich lichtvolleren Ort machen, durch uns. Und mit dem Neumond, der im Steinbock steht, steht uns eine starke Kraft zur Seite, die uns jetzt dazu aufruft, die Verantwortung zu übernehmen. Das ist die aktuelle Energie, die Verantwortung zu übernehmen für das, was es in dieser Welt geben soll und was es durch uns
in dieser Welt gibt, das zum Ausdruck und zum Erstrahlen zu bringen. Und ich wünsche euch allen ganz viel Freude dabei.